Hallo, ich bin's euer Thomas, ich war Kujojo. Heute wieder ein Reaction-Video und zwar zum Thema von 750 Euro pro Monat leben. So lebt man als Frugalist respektive Minimalist. Das ist wieder mal ein Video von der lieben Valentina, minimal frugal, finanziell frei in 7 Jahren. Dass wir uns heute reinziehen werden, dass ich durchaus spannend finde, da 750 Euro auf jeden Fall schon eine Ansage sind, da das schon relativ wenig ist. Ja. Und ich bin gespannt, wie sie das macht tatsächlich und was da auch ihre längerfristigen Gedanken sind heute. Denn 750 Euro pro Monat, ich denke, das ist mehr sowas wie eine temporäre Sache und nicht etwas, was man sein Leben lang durchziehen kann. Das ist das Video. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Ich lasse auch direkt schon einen Daumen nach oben da, auf Ehrenbasis natürlich, bevor wir das Ganze anschauen. Und ich würde einfach mal sagen, auch bei mir hier unten könnt ihr gerne einen Daumen nach oben hin smashen. Ja? Daumen nach oben wird es euch danken. Und die Katzen hier werden euch auf jeden Fall kuscheln dafür. Also legen wir am besten direkt los, ohne um den heißen Brei rumzureden, in diesem Video von 750 Euro pro Monat leben, meine gesamten Ausgaben als Frugalist und Minimalist von der Minimal Frugal finanziell frei in 7 Jahren. Mal gucken, ob sie damit finanziell frei in 7 Jahren wird. Von ungefähr 750 Euro pro Monat leben. Wie soll das funktionieren? Wie teilen sich meine Fixkosten und auch meine variablen Kosten auf? Darum soll es heute mal in Auf jeden Fall kein Red Bull trinken. War ja klar, dass natürlich die Kamera genau ausgeht. Akku am besten einmal mal abchecken. Aber geht's weiter mit dem Video? Meine Güte, hier der Thomas, der hat absolut keinen Plan von Videos machen. In diesem Video gehen, falls Sie das interessiert. Und wir werden uns auch konkret meine Ausgaben im Monat Februar anschauen anhand eines konkreten Beispiels. Also, und es ist auch ganz spannend, weil sich meine Ausgaben auch zum Teil erhöht, aber auf der anderen Seite bei ein paar Sachen wieder erniedrigt haben. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Der einem neuen Disclaimer, Video man kennt von ihn. Minimal Frugal. Meine Ausgaben sind mir natürlich nicht egal. Und deswegen gibt es heute ein Video dazu, wo ich euch erzählen werde, wie ihr es eben schafft, von 750 Euro pro Monat zu leben und damit auch ein gutes Leben zu führen. Zumindest würde ich das behaupten. Und bevor wir mit dem Video starten, wenn du deine Ausgaben senken möchtest, dann hilft da auf jeden Fall schon mal ein Daumen nach oben. Ich würde sagen, da hilft immer ein Daumen nach oben. Den haben wir ja schon gedrückt. Mal gucken, ob ich meine Ausgaben auch auf 750 Euro senken kann hier in der Schweiz. Aber Daumen nicht vergessen. Weil dann kann der YouTube-Algorithmus dafür sorgen, dass deine Ausgaben nach unten gehen oder so ähnlich. Und ja, da würde ich sagen, starten wir gleich mit den Fixkosten. Und zwar mein allergrößter Ausgabepunkt bei weitem mit ungefähr ja, 65% oder 70% meiner Ausgaben, je nachdem, also schwanken ja auch ein bisschen von Monat zu Monat, ist die Miete plus die Betriebskosten. Und zwar zahle ich ganze 310 Euro Miete. Hört sich eigentlich gar nicht so viel an. Aber da kommen dann noch 160 Euro Betriebskosten dazu, sodass wir bei 470 Euro Miete plus Betriebskosten landen. Ist eigentlich auch nicht so viel. Heißt, on top of das kommt nur noch 280 Euro? Boah, krass. Also ich lebe ja auch relativ sparsam im Verhältnis, wobei ich in den letzten, ich sage mal, 6 Monaten auf jeden Fall den Lebensstil etwas, ja, höher geschraubt habe. Vor allem kommt jetzt auch die neue Wohnung jetzt dann im Mai, wo wir ein Zimmer mehr haben. Und da steigen natürlich die Kosten, was vollkommen okay ist. Das finde ich ja nicht schlimm, solange es im Verhältnis ist. Aber krass. Und die Frage ist halt, da geht es ja nur um die Privatkosten, oder? Also, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt hier noch Kosten mit reinnimmt für den YouTube-Kanal, wenn sie die hat. Und falls doch, also das wäre dann schon ganz wild. Aber ich glaube nicht. Das sind jetzt, glaube ich, nur die Privatkosten. Aber wenn man da bedenkt, dass sie in einer Einzimmerwohnung wohnen, dann ist es doch nicht mehr so wenig. Aber für meinen Ort oder meine Stadt, in der ich wohne, ist es dann doch wieder wenig, weil da könnte man auch deutlich mehr dafür zahlen, für die 30 Quadratmeter, auf die ich wohne. Und zwar, man könnte da auch
600 Euro oder so zahlen oder mehr. Also da bin ich eigentlich eh schon ganz zufrieden. Das ist eben so der erste größte Punkt. Dann gebe ich auch noch 19 Euro pro Monat für Strom aus, wobei man sagen muss, dass sie im letzten Jahr Geld zurückbekommen habe. Also wahrscheinlich gebe ich weniger aus, was auch dieses Jahr wieder. Aber ja, Strom, ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich brauche, aber also im Office, da wird gesogen, Mann. Wir haben ja auch eine Klimaanlage, also im Sommer haben wir richtig durchgeballert. Also Strom war relativ teuer im Verhältnis. Also ich hatte noch nie so eine teure Stromrechnung in irgendeiner Wohnung, also in der unteren sowieso nicht, aber hier im Office, oh mein Gott, oh mein Gott. Also nur die Klimaanlage ballert raus und hier mehrere. Sind drei Workstations und dann noch heftig, ja. Aber das werde ich dann erst im Sommer sehen, wenn dann eben die endgültige Abrechnung kommt. Und ja, damit bin ich auch sehr zufrieden. Da fragen auch immer Leute, wie schaffst du wenig Strom zu zahlen? Das liegt, denke ich, auch einfach daran, dass ich eben eine kleine Wohnung habe und auf der anderen Seite auch daran, dass ich sehr wenige elektrische Geräte habe. Also ich habe auch mal ein Video dazu gedreht, welche Möbel ich nicht besitze. Und da kommt auch schon einiges vor. Das kann ich euch mal hier oben verlinken. Und Ist es jetzt ich verlinkt habe worden? zum Beispiel eben keinen Fernseher, keine Spülmaschine, keine Kaffeemaschine Wurde und nicht ja, so verlinkt. einige Sachen habe ich eben nicht, die Strom fressen könnten und ich koche auch nicht so viel daheim. Das macht, denke ich, auch noch einiges aus. Dann gebe ich ungefähr 31 Euro pro Monat für mein Öffi-Ticket aus. Das habe ich übrigens auch diesen Monat wieder neu bezahlt. Also da sind dann gleich die ganzen Kosten für das ganze Semester angefallen. Und für den Preis kann man wirklich nichts sagen. Meiner Meinung nach ist es echt ein super Angebot und ist sicher auch einer der Punkte, wo ich am meisten sparen kann, weil wenn ich ein Auto hätte, dann würde ich bestimmt mindestens das Zehnfache dafür monatlich ausgeben. Und Man wenn ich dann muss aber sagen, also seit dieser ganzen Rona-Geschichte wird ein Auto für mich tatsächlich immer relevanter und relevanter. Aktuell geht halt noch so Carsharing oder Ausleihen von Autos und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, wenn diese Rona, also ich muss ganz ehrlich sagen, es dauert wahrscheinlich nicht mehr lange. Dass ich mir dann irgendwie so sage, den Schritt, jo, jetzt gibt es halt einfach ein Auto, weil es halt einfach bequemer ist, schneller ist, Zeit spart und halt auch einfach effizienter und halt vor allem bequemer ist. Und das sage ich jetzt hier an diesem Punkt nicht, weil ich jetzt völlig, oh mein Gott, jetzt Konsum verfallen, nee, sondern es geht dann halt mehr so drum, die 300, 400, 500 Franken pro Monat, die jetzt dafür anfallen würden, fallen gar nicht mehr ins Gewicht und die Zeit, die ich dadurch spare, in der Zeit oder halt mit den Nerven und der Bequemlichkeit oder mit dem Wohlbefinden, das ich dazu gewinne, verdiene ich ein Vielfaches mehr zusätzlich on top halt drauf. Und dann ist es sogar noch eine wirtschaftliche Rechnung, wo sich dann sogar das Ganze dann sogar noch lohnt, doppelt lohnt, weil ich dann sogar noch mehr verdienen kann. Irgendwie pervers, oder? Findet ihr nicht auch? Aber ja, vielleicht rechne ich mir das ja auch nur schön und ich bin hier völlig auf den Kopf gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach unten, nach unten da, weil dann weiß ich, ich bin in dem Konsum verfallen, ja. aufhört zu studieren, also wenn ihr dann nicht mehr studiert, dann werden diese Kosten auf ungefähr 40 Euro monatlich ansteigen, aber momentan ist es noch ein bisschen weniger. Dann gebe ich noch diesen Monat das letzte Mal oder habe ich diesen Monat oder im März dann das letzte Mal 15 Euro für mein Fitness-Abo ausgegeben. Dank Corona kann ich ja momentan sowieso nicht hingehen, aber ich würde auch abgesehen davon momentan nicht hingehen, weil es eben gerade mit der Arbeit auch ein bisschen blöd wäre. Und ja, von dem her habe ich es jetzt auch einfach mal gekündigt und das wird dann in Zukunft Gott sei Dank nimmer anfallen. Man kann ja auch anderweitig Sport machen, sollte ja auch mal ein bisschen mehr machen. Aber ja, es wird auf jeden Fall mal wieder aktiver werden. Und dann gebe ich auch noch 14 Euro pro Monat für mein Handy aus, also für den Handytarif. Da habe ich 35 Gigabyte und das ist eigentlich schon sehr cool. Also zuerst habe ich es mit einem günstigeren Tarif versucht, aber da ist mir dann immer das Internet ausgegangen und ich habe mich geärgert und dann habe ich mich für den Tarif schlussendlich entschieden. Allerdings werde ich da auch nur schauen, was ich da steuerlich oder ob ich da steuerlich nur was absetzen kann, weil ich mein Handy ja zu einem sehr, sehr großen Teil beruflich nutze. Das heißt, da könnte noch einiges gehen. Mal schauen. Also,
Also ich muss ehrlich sagen, so ich verwende so mit meinem Handy, mit meinem iPhone, ich glaube so im Schnitt, scheiße, egal, im Schnitt 200, 300 Giga pro Monat. Also mit 30 Giga komme ich irgendwie so 3 Tage weit oder so, maximal so 2, 3 Tage weit, that's it. Aber ich bin halt schon auch ein Heavy-User und natürlich, also ich benutze eigentlich nur geschäftlich. Darum ja, natürlich wird alles abgesetzt, was geht. Also würde ich auf jeden Fall auch machen, wenn das geht. Also hat sich das jetzt hier berechtigt? Hier geht es nur um die privaten Kosten von ihr und nicht noch um die Geschäftskosten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wenn ihr meine Geschäftskosten sehen würdet, also mit allem drum und dran, Mitarbeiter, Freelancer und so weiter, dann würdet ihr denken so, oh shit. Ja, also manchmal, ihr wisst ja, ich habe meine Mutter ja Vollzeit jetzt mittlerweile eingestellt. Sie macht die komplette Buchhaltung, sie arbeitet komplett 100% jetzt für mich. Und wenn ich da manchmal so die Zusammenstellung bekomme, wie viel ich ausgegeben habe für bestimmte Dinge, buchhalterisch halt so aufgeteilt, denke ich mir halt auch so, ah, ja, okay. Das tut weh, das tut weh. Aber es ist nötig, um zu wachsen, um zu investieren. Aber es tut trotzdem irgendwie weh. Ich weiß auch nicht. So. Ich weiß nicht, ob wir das so nachvollziehen können, aber es tut irgendwie trotzdem weh, auch wenn es ein Investment ist. Ja, und das waren jetzt auch schon alle meine Fixkosten eigentlich. Wenn wir uns das jetzt zusammenrechnen und irgendwie nicht verrechnet haben, dann sollten wir auf eine Summe von 549 € kommen. Falls Versicherung jemand was vergessen anders habe. rausbekommt, gerne mal reinschreiben. Ich kann mir auch verrechnet haben. Und das sind eben meine ganzen Fixkosten. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, wo denn noch ein paar andere Kosten Wo war das sind, die Essen? man normalerweise so hat. Und zwar zum Beispiel WLAN. Da muss ich sagen, habe ich das große Glück, dass ich mein WLAN mit meiner Nachbarin teile. Deswegen ich habe auch gar keine WLAN-Box hier herinnen, sondern ja, da darf ich einfach beim Das ist WLAN-Schnorren. WLAN-Schnorren. Das ist so wie bei Netflix. Hast du so einen Account, das bin dann ich. Und dann hast du so mehrere Profile und das sind die Parasiten. So nennt man die dann auch, wohl oder üblich. Genauso wie auch bei Disney Plus und Crunchyroll hat man dann die verschiedenen Profile und die nennen sich dann auch im Fachjargon Parasiten. Nehmt's mit meiner Humor. Nachbarin alias Mama das WLAN mitverwenden. Ich zahle auch keine GIS-Gebühren, weil man sich in Österreich davon befreien lassen kann, wenn man keinen Radio und keinen Fernseher hat. Tolle Sache auf jeden Fall. Ja, Kirchenbeitrag zahle ich zum Beispiel auch keinen. Und die Studiengebühren, die rechne ich immer bei dem Monat dazu, wenn sie anfallen. Und normalerweise, also ihr könnt das jetzt auch noch als Fixkosten anrechnen, aber da mein Studium jetzt eh, also ich habe jetzt das letzte Mal Semesterbeitrag gezahlt, danach werde ich keinen mehr für das eine Studium zahlen, dann ist das ja auch weg. Genau, aber das ist auch sehr wenig, also 20 bzw. 30 € für beide Studiengänge zusammen im Semester. Deswegen, das fällt nicht so arg ins Gewicht. Und es ist ja meiner Meinung nach auch irgendwo eine Investition, also gar nicht so wirklich eine Ausgabe, würde ich jetzt zumindest mal so sehen. Dann kommen wir noch zu meinen variablen Ausgaben, die eben jeden Monat so ein bisschen Essen, anders was aussehen. essen? Und da zähle ich auch meine Lebensmittelausgaben dazu, weil die eben nicht jeden Monat vollkommen identisch sind. Und im Monat Februar habe ich 72,42 € für Lebensmittel bzw. im Lebensmittel. Alter, ich habe auch schon mal für 100 Fra also unter 100 Franken, für 90 oder 95 Franken einen ganzen Monat hier in der Schweiz gegessen. Das ist etwa auf demselben Niveau, einfach, dass man hier in der Schweiz, dass es noch knüppelharter ist. Und also ich will jetzt wissen, wie sie das anstellt. Und hey, Maximilian abonniert, währenddem ich hier aufnehme mit OBS. Ehrenmann, Grüße gehen raus an dich. Mittelgeschäft ausgegeben. Das heißt, da sind zum Beispiel auch Ausgaben für Klopapier oder Shampoo oder so dabei, weil ich kaufe mein Shampoo auch im Lebensmittelgeschäft. Also ich habe da einfach so ein billiges No-Name-Shampoo. Das finde ich sogar ganz gut. Also ja, why not? Und dann habe ich noch 57 €. Dick, was? 72 € für Essen? Nee, aber das ist nicht nur Essen, also wahrscheinlich so für 60 €, 50 bis 60 € Essen für einen ganzen Monat. Ich meine, Februar, ja, ist ein kurzer Monat.
Aber das muss man mir bitte nochmal genauer erklären. Kann man für 15 Euro pro Woche essen, also für 2 Euro pro Tag essen, geht das in Österreich? Geht das? Oder ist das Scam? Ist das Scam? Nee, Spaß, aber. Also ich muss sagen, als ich hier in der Schweiz für unter 100 Franken gegessen habe für einen Monat, das war schon okay, das ist machbar, das kann man machen, aber würde ich jetzt nicht nochmal so freiwillig in dem Kontext machen, außer es ist wieder so eine Challenge oder so, aber so wollen würde ich es halt so nicht, ja, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ich esse ganz gerne auch mal ungesünder. Ich bin jetzt hier nicht der gesündeste Esser, nicht das beste Vorbild, wenn man das so sagen darf, aber das ist mir dann doch schon ein bisschen zu wild hier, ja. Das ist schon eine ganz wilde Nummer. Euro und 57 Euro und 75 Cent fürs Essen gehen Okay. ausgeben. Und ja, da war ich halt wirklich ein paar Mal zu viel vielleicht im McDonald's, aber was soll man machen? Hier hätte man ganz klar natürlich auch abwarten können für die Pokémon Happy Meal Variante, sich das Happy Meal gönnen und die Pokémon Karten drin sind mehr wert als das Happy Meal und halt den Infinity McDonald's Loop nenne ich den mal jetzt so. Also an alle Leute, die Geld sparen wollen, es gibt den sogenannten Pokémon McDonald's Happy Meal Infinity Loop und wenn ihr essen wollt, dann mit dem Pokémon McDonald's Happy Meal Mac. Ach was, ihr wisst, was ich meine. Aber das ist schon, das macht schon mehr Sinn. Dann kommen wir sicherlich auf über 100 Euro pro Monat. Das macht schon etwas mehr Sinn tatsächlich, muss ich jetzt sagen. Aber dennoch. Essen gehen ist wirklich auch so eine Sache, die ich sehr gern mag, beziehungsweise wir waren gar nicht essen, sondern haben uns Essen abgeholt. Und ja, da gebe ich auch wirklich gern dafür Geld aus und da muss ich auch sagen, dass ich gern mal einlade. Also die Essensausgaben, die waren gar nicht alle für mich, sondern ich habe da auch eingeladen, die andere Person eben. Ja, dann sind auch noch 40 Euro für die Mensa angefallen Ah, an okay. Kosten. Und das war sehr angenehm. Also ich finde es wirklich sehr cool, wenn man einfach nur an den Tisch sitzt und das Essen oder man holt sich das Essen und kann dann direkt loslegen oder losessen, ohne da groß kochen zu müssen. Das ist wirklich ein großer Luxus für mich, einfach weil ich sehr ungern koche. Und deswegen habe ich da auch gerne dafür Geld ausgegeben. Allerdings war es halt auch nur bisschen mehr wie 3 Euro, 3,50 € pro Portion und Okay. man hat sich, oder halt pro Mittagessen und man hat sich so viel Essen holen können, wie man wollte, also inklusive Suppe, Salat und teilweise auch Nachspeise mit Nachholen, also wirklich ein Top-Preis, finde ich. Dann habe ich noch 6,50 € in der Apotheke ausgegeben für Medikament und dann war ich auch noch bei DM. Das sind ja momentan oder in den letzten Jahren sehr Ausnahmesituationen, dass ich mal beim DM bin. Früher war ich da ja Stammgästin. Und da habe ich 14,65 € ausgegeben. Muss auch ehrlich zugeben, ich weiß nicht mehr genau, was ich dort gekauft habe. Aber ich kaufe da eigentlich immer dasselbe. Meistens entweder Deo oder Abschminkmittel oder solche Sachen. Und da kaufe ich auch fast nur Eigenmarken eigentlich. Also fällt jetzt zumindest. Also, das mit dem Essen macht jetzt durchaus mehr Sinn, weil dann sind wir irgendwie bei 150 Euro. Und dann, ja, das ist, denke ich mal, auf jeden Fall dann voll gechillt, glaube ich. Je nachdem. Finde ich zumindest wahrscheinlich. So auf jetzt von der Schweiz, wenn ich da so runter. Wahrscheinlich ist das eigentlich ganz gechillt. Und also, ich track ja meine Ausgaben tatsächlich seit Anfang des Jahres nicht mehr darum. Weiß ich nicht mehr exakt, wie viel ich ausgebe, aber ich weiß, dass ich ordentlich beiseite lege, ordentlich investiere und läuft immer noch, ja, obwohl ich meine Ausgaben nicht mehr tracke. Mal, ja, keine Sache an ein, bei der ich nicht die Eigenmarke kaufe. Genau. Ja, das war es jetzt auch schon mit den variablen Kosten und da sind wir dann bei ungefähr 191 € gelandet insgesamt für die variablen Kosten. Das war ein bisschen mehr als sonst meistens, aber ja, das ist halt immer unterschiedlich, je nachdem, ob man gerade zum DM oder in die Apotheke muss oder eben nicht. Aber ich finde das wirklich sehr, sehr in Ordnung. Natürlich hätte ich auch da noch Potenzial, weniger auszugeben, indem ich zum Beispiel mehr selber koche oder so. Oder zum Beispiel auch Lebensmittel rette durch Foodsharing, aber da muss ich mich erst wieder darum kümmern, dass ich da auch wirklich freigeschalten werde, weil da muss noch so eine Verteilerrunde gemacht werden.
Genau, und wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, die variablen Kosten und die fixen Kosten, dann kommen wir auf eine Summe von 740 Euro im Monat Februar. Was man da jetzt nicht vergessen darf, ist, dass ich jegliche geschäftlichen Kosten da jetzt nicht mit dabei habe. Die rechne ich einfach nicht dazu, weil ich die ja eigentlich privat nicht brauche. Sind ja auch geschäftlich. Genau. Ja, also weniger als 750 Euro eben und meistens ist. Also, ich will hier an dieser Stelle nochmal sagen, ich trenne das ja auch privat und geschäftlich, aber das habe ich so, also das merke ich persönlich einfach, ja, also das ist auch einfach meine Erfahrung, die ich mit euch teilen möchte. Wenn ich diese Geschäftskosten nicht hätte, vor allem jetzt auch zum Beispiel im Online-Shop, Wareneinkauf und so weiter, oder auch, ich sage jetzt mal, Arbeitsgeräte für die GmbH und so weiter, ich weiß nicht, ob ich diese Kosten dann privat irgendwie gegenkompensieren müsste, weil man kann es drehen und wenden, wie man es will. Klar, es sind Investitionen. Ich kaufe mittlerweile auch nur noch die neuesten Geräte, wenn überhaupt, und das, was ich wirklich will. Ob es jetzt dann das voll ausgespeckte ist, ich nehme dann einfach das höchst ausgespeckte Variante oder zumindest die Variante, die ich für mich genau ideal finde. Und da scheue ich dann keine Kosten. Dann gucke ich halt, okay, was ist dieser Dell-Monitor? Was ist die beste Version davon mit 27 Zoll A, mit 4K und entspiegeltem Display? Perfekt. Dann nehme ich halt das für 600, 700 oder so. Und dann juckt es mich halt nicht mehr. Die Frage ist dann halt allerdings, wenn ich jetzt all diese Geschäftskosten nicht hätte und nur eine Privatperson wäre, die privat hier herumdümpelt und halt irgendwo angestellt ist oder so, würde ich dann solche Dinge dann nicht trotzdem auch kaufen, vielleicht einfach um selber dann, wenn ich zu Hause bin, an solchen Geräten halt zu arbeiten, zu spielen, zum was, whatever machen. Das ist dann immer die Frage, die ich mir stelle. Darum, ich glaube schon, dass man, wenn man Geschäftskosten hat, die natürlich so oder so getrennt sehen muss, ja, auch buchhalterisch natürlich, aber tatsächlich, dass durch Geschäftskosten halt bestimmte Kosten also auf der privaten Seite natürlich auch weg fallen. Also als Beispiel, ich brauche jetzt zum Beispiel privat keine Workstation. Das macht auch keinen Sinn privat, weil ich brauche halt einfach keine Workstation privat, weil ich auch einfach die Zeit nicht dazu hätte, aber ich brauche eine Workstation geschäftlich. Das ist aber die Frage, ich habe die Workstation, um zu arbeiten, zu streamen und Videos zu schneiden, Videos zu machen, ja. Aber wenn ich jetzt gar kein Business hätte und gar nicht so arbeiten würde an der Workstation, würde ich wahrscheinlich trotzdem eine Workstation kaufen zum Zocken, whatever. Aber ich habe gar keine Zeit zum Zocken aktuell, weil ich halt andere Dinge mache. Aber wenn ich halt nicht das jetzt aber machen würde, würde ich vielleicht zocken. Und darum, schwierige Sache, würde ich da nicht trotzdem eine Workstation kaufen und sogar vielleicht auch eine ähnliche, damit ich halt auch die Spiele, if, keine Ahnung, voll mit guter Grafik spielen kann. Keine Ahnung, darum finde ich das immer so spezielle Gedankenspiele, weil schlussendlich sehr oft ja auch so eine Selbstständigkeit, so ein Unternehmertum auch vor allem in der Anfangsphase sehr abhängig ist von der Person. Also aktuell sind meine Unternehmen widerspiegeln einfach meine Arbeitsmoral und meine Ideen und meine Taten, mein Tatendrang, meine oder mein Effort. Und natürlich später, zum späteren Zeitpunkt, verflüssigt sich das immer, verwässert sich das mehr, wenn man mehr Mitarbeiter hat oder mehr Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Aber vor allem in den Anfangsphasen, in den ersten 10 Jahren vielleicht, ist es halt schon so, dass das Unternehmen praktisch du bist. Ja? Und darum sehr speziell, sehr speziell. Ist es so in dem Bereich? Wir haben jetzt eben gesehen, dass sich meine Miete ein bisschen erhöht hat. Das habe ich vergessen zu sagen. Vorher habe ich nur 145 Euro Betriebskosten gezahlt. Die sind jetzt um 15 Euro hochgegangen. Deswegen zahle ich jetzt 470 Euro Miete statt 455 Euro. Die sind eben ein bisschen gestiegen. Andererseits fällt dann aber ab dem nächsten oder übernächsten Monat das Fitness-Abo weg. Das heißt, da sind es dann wieder 15 Euro weniger und im Endeffekt bleibt sich's dann ungefähr gleich. Und ja, wie gesagt, ich führe da wirklich ein gutes Leben, habe eben kein Auto und konsumiere sonst auch sehr wenig, also kaufe kaum Kleidung und so. Dafür gibt's einen Daumen nach oben, ja? Die Katzen danken solch. So, weil ich mich einfach lieber auch mit anderen Sachen beschäftige und weil ich davon daran eigentlich eben gar keine Freude mehr habe. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Mich würde jetzt aber an der Stelle auch nur interessieren, wie viel Euro oder wie viel Geld du monatlich so im Schnitt ausgibst, inklusive Fixkosten oder auch inklusive variable Kosten. Also schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr. Ich weiß gar nicht, also seit diesem Jahr track ich ja nicht mehr, also ich kann es nicht exakt sagen, wie viel ich privat ausgebe.
Aber ich schätze so mit der neuen Wohnung, also mit den angepassten Mieten und alles zusammen, wir haben ja dort auch dann bereits schon einen Garagenplatz. Das heißt, vielleicht kommt, also ich sag's mal so, ich würde sagen, es wird sich wahrscheinlich über die nächsten 12 Monate so einpendeln, dass ich wahrscheinlich vielleicht so 3.000 pro Monat ausgebe. Also mein Lebensstandard eigentlich so von 2.000 auf 3.000 auf jeden Fall erhöht habe bis dahin. Ja, also in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Und ich finde das vollkommen okay. Und ich glaube, das ist auch, wie soll ich sagen, also das ist eine Entscheidung, die ja jeder treffen kann. Und die habe ich jetzt so getroffen. Und dann komme ich so wahrscheinlich so auf 3.000 pro Monat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es hat mir schon vorher sehr gefallen, aber jetzt kann man noch ein paar Bequemlichkeiten dazu nehmen und es tut nicht dem Budget weh, es tut nicht den Finanzen weh und man hat dann auch noch mal etwas mehr Freude beim Arbeiten, weil man auch noch mal etwas mehr Bequemlichkeiten hat, wenn man das so sagen kann, ja. Also hat nicht nur negative Effekte, dass die Sparquote gesenkt wird, so gesehen. Interessieren, aber ich möchte damit auch gar keinen Wettbewerb starten. Also jeder soll halt so viel Geld ausgeben, dass er sich wohlfühlt. Also ich persönlich brauche halt einfach nicht mehr und ja, ich verzichte. Klassisch Kamera wieder ausgegangen, man kennt's. Man kennt's. Thomas wird in der Nachbearbeitung richtig viel Spaß haben. Ich sag's euch, er wird so viel Spaß haben. Er muss alles zusammenschneiden. Was ich noch sagen wollte, das ist so der klassische, was sie gerade erwähnt hat, so der Schwanzvergleich, aber nicht wer den längeren hat, sondern wer den kürzeren hat. Ich mache allgemein bei beiden Schwanzvergleichen nicht so gerne mit. Aber da hat sie vollkommen recht. Man sollte das einfach mehr so sehen, um zu sehen, wo steht man so ein bisschen, Inspiration sehen, wenn man auch gegen unten Potenzial hat, gegen oben Potenzial hat, aber jetzt sich nicht irgendwie schlecht fühlen, weil man zu viel ausgibt, zu wenig ausgibt, whatever, sondern einfach das tun, was man halt, ja, gerne macht. Und natürlich in so einem Rahmen, dass es einem finanziell nicht vollkommen zerstört, ja. Und ganz ehrlich, ich gebe euch eine Entwarnung, dass ich jetzt meine Lebenskosten in den nächsten 6 bis 12 Monaten auf insgesamt 3.000 pro Monat auf jeden Fall hochschrauben werde. Da werde ich nicht arm von oder so. Da werde ich auch nicht irgendwie einen Kredit aufnehmen müssen. Da werde ich auch nicht irgendwie, keine Ahnung, pleite von werden. De facto wahrscheinlich werde ich sogar immer noch prozentual als auch absolut eine höhere Sparquote eigentlich haben, so längerfristig im Durchschnitt gesehen, obwohl ich meinen Lebensstandard erhöhe. Aber hey, so ist es halt eben in der Situation. Und ich denke, das kann man schon so vertreten. So Lifestyle, Inflation kontrolliert, machbar. Und wenn man sich dessen bewusst ist und da auch auf Dinge dann eingeht, die einem wichtig sind. Verzichte jetzt auf nichts, zumindest habe ich nicht das Gefühl, auf irgendwas zu verzichten. Momentan kann man ja eh auch nicht reisen oder sonst was machen, von daher tut es meiner Sparquote automatisch auch nochmal ganz gut. Ja, und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit und das möchte ich euch auch noch mitgeben. Schaut, dass ihr nicht an allen Ecken und Enden spart und gar keine Freude mehr am Leben habt, sondern man kann eben auch mit wenig Geld ein schönes Leben haben und gibt es eben ruhig auch für etwas mehr Geld aus, was euch Freude bereitet. Bei mir ist es zum Beispiel das Essen gehen, bei wem anderen ist es was anderes. Das ist eben immer unterschiedlich, aber ja, genießt das Leben und auch den Weg zur finanziellen Freiheit. Das war's jetzt also. So, sehr nices Video gewesen, finde ich. Also 750 Euro pro Monat, da wäre ich wahrscheinlich noch nicht so gerade am Start, vor allem nicht hier in der Schweiz. Ich müsste natürlich gucken, wenn ich in Deutschland und Österreich leben würde, ob das dort dann möglich ist. Vielleicht, man weiß es nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert und habe es auch in Zukunft oder so nicht vor. Von dem her sehr spannend. Ich weiß allerdings, dass vieles möglich ist, wo man sich denkt, hey, das ist unmöglich. Ich habe auch sehr, also mein Rekordmonat hier in der Schweiz war, glaube ich, unter 1000 oder knapp so 1300 Franken, auch mal in einem Februar, ich glaube 2019 Februar war das, 1300 Franken ausgegeben. Und das ist absolut möglich, das ist machbar. Und es ist jetzt nicht unbedingt das, was viele sich vorstellen und auch nicht das, was ich mir vorstelle unter einem Lebensstil, der mir gefällt und Freude bereitet. Aber hey, ich denke, wir haben hier alle die Möglichkeit, weil wir das Glück haben, hier geboren worden zu sein, im Dachraum zum Beispiel, an unseren Zielen zu arbeiten und uns halt sozusagen durch das Privileg, dass wir hier geboren worden sind, auch einen bestimmten Lebensstil zu erarbeiten, wenn wir da die Ambitionen dazu haben. Und darum denke ich, dass da jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden sollte, um seinen Lebensstil herauszufinden, durch Probieren. Ich habe jetzt an der unteren, ich sag mal, an den unteren Grenzen hier in der Schweiz schon vieles ausgetestet und weiß, wo bei mir die Grenzen gegen unten sind, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich die Wahl habe, würde ich jetzt das nicht so gerne so machen.
Aber jetzt muss ich mal halt gucken, auch wo sind die Grenzen gegen oben? Wo ist es zum Beispiel auch, wo ich mir sage, okay, das macht jetzt absolut keinen Sinn mehr, das würde ich jetzt so nicht mehr machen und sagen, ja, das ist einfach zu überrissen. Das gibt es nämlich auch. Also ich denke, das ist sehr wichtig, dass man als eigene Person, als Individuum seine eigenen Grenzen testet, gegen oben als auch gegen unten und dann so ein bisschen seinen Sweet Spot herausfindet. Und gegen unten habe ich das jetzt ja schon die letzten Jahre auf jeden Fall getestet und jetzt gucke ich mal gegen oben, wo oder wie viel Luft nach oben ist frei, wo ich mich tatsächlich wohl fühle. Und das ist natürlich ein langsamer Prozess, den man machen kann. Und solange es im Rahmen ist, ja, sei es jedem gegönnt, sei jedem sein Lebensstil gegönnt. Ich komme gerne nochmal aufs Beispiel zurück. Wenn jemand 1 Million pro Monat verdient und 900.000 pro Monat spart, dann hat er halt eine sehr hohe Sparquote und trotzdem einen überrissen krassen Lebensstil mit 100.000 und spart wahrscheinlich mehr als die meisten Frugalisten. Ob ich das dann vielleicht irgendwann einmal bin, wer weiß. Ich wüsste nicht, was ich mit 100.000 pro Monat in meinem privaten Lebensstil machen würde. Ich würde wahrscheinlich schon bei irgendwie 10.000 aufhören und dann den Rest einfach nur noch alles irgendwie ins Business reinvestieren, um das wachsen zu lassen, um irgendwann eine Stiftung zu machen und dann irgendwann die Welt zu verändern. Was weiß ich schon. Was ich aber auf jeden Fall weiß, das Video ist schon ultra lange geworden. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr von diesem ganzen Thema so haltet. Sind 750 Euro viel oder wenig? Könntet ihr das schaffen? Ich könnte es vielleicht schaffen, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier in der Schweiz kann ich von 1.300 Schweizer Franken leben, wenn ich das wirklich wollen würde, jeden Monat. Das würde klappen, aber das wäre jetzt nicht so mein Ziel aktuell gerade. Und ansonsten bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Es hat mir wieder richtig Spaß gemacht, auch mal hier wieder ein Reaction-Video zu machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschö, Leute.